Jeder von uns hat früher oder später gelernt, dass das Leben einem nichts schuldet. Nichts. Kein Geschenk, keine Belohnung, kein Erfolg. Sowas kommt nicht einfach aus heiterem Himmel. Angeflogen, zugeflogen. Es ist sehr, sehr selten, dass uns das Leben ein Geschenk macht, wofür wir nicht arbeiten müssen. Und genau das habe ich gelernt in den letzten Jahren Bodybuilding. Mein Leben hat begonnen im Fitnessstudio. Mit 11 Jahren habe ich angefangen zu trainieren in meinem eigenen kleinen Home Gym im Schuppen in dem Haus meiner Mutter, in meinem Elternhaus. Ein alter, schimmliger, heruntergekommener Raum, eine Scheune, wie man so schön dazu sagt. Ein Raum, in dem früher Tiere, Hühner, kleine Schweine gelebt haben, den ich mir dann eingerichtet habe mit Geräten aus dem Sperrmüll. Secondhand, selbstgebaute Hanteln, alte Hanteln meines Vaters. Und je länger ich Zeit verbracht habe mit dem Training und mit dem Bodybuilding, wurde mir klar, dass man für alles arbeiten muss. Alles hat seinen Preis. Je größer der Erfolg, je größer die Herausforderung, desto mehr muss man dafür arbeiten. Immer, jeden Tag. Bodybuilding hat mir so viel beigebracht im Laufe meines Lebens. Bodybuilding begleitet mich jetzt bereits seit fast 20 Jahren. Ich habe mehr als 2/3 meines Lebens mit Bodybuilding gemeinsam verbracht. Und ich bereue keine einzige Sekunde bis heute. Ich würde sogar so weit gehen, dass Bodybuilding mich bis heute am Leben gelassen hat und dafür gesorgt hat, dass ich heute ein fast erwachsener Mensch bin, der frei und glücklich leben kann, wie er will, wo er will, tun kann, wie und was er will und jeden Tag als eine Bereicherung sehen kann. Das alles hat aber auch seinen Preis. Wir reden hier nicht von, wir leben einfach am Strand und machen es uns gemütlich. Seitdem ich 11 Jahre alt bin, habe ich jeden Tag, ausnahmslos, jeden Tag für Bodybuilding gelebt und vor allem mit Bodybuilding gelebt. Bodybuilding hat mir so viel beigebracht im Laufe meines Lebens. Disziplin, Herausforderungen zu meistern, immer hinter seinen Zielen zu stehen, sich für das, was man liebt und was man gerne tut, nicht rechtfertigen zu müssen, sondern es einfach zu tun. Prioritäten zu setzen. Feiern, Partys, Jubiläen, Hochzeiten, Geburtstage. So viele Dinge, die ich opfern musste, um heute das Leben leben zu können, was ich so sehr liebe. Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich mein Zuhause im Bodybuilding gefunden habe. Bodybuilding hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Das gilt bei Gott nicht für jeden von euch, aber ich bin mir sicher, dass einige von euch ähnlich denken wie ich. Bodybuilding zwingt dich mehr oder weniger in eine Art goldenen Käfig. Und dieser goldene Käfig, der gibt dir Sicherheit, aber auch Grenzen. Die Grenzen, die man als guter, erfolgreicher, disziplinierter Mensch einfach nicht überschreiten sollte. Bodybuilding ist so viel mehr als einfach nur Gewichte im Fitnessstudio zu bewegen, Hähnchen, Brokkoli und Reis zu essen. Bodybuilding, das beginnt morgens beim Aufstehen und es hört auf in dieser Sekunde, in der du einschläfst. Jede Mahlzeit, die du zu dir nimmst, wird von dir freiwillig entschieden, geplant, durchgeführt. Jedes Training, was du planst, jedes Training, was härter erscheint als das zuvor,
alles, was du tust, jeden Tag, wieder und wieder, sorgt dafür, dass du zwangsläufig, das ist die rein logische Konsequenz, deine Ziele erreichst. Natürlich gibt es Zeiten, die extrem herausfordernd sind, vor allem Schicksalsschläge, Tod, andere unvorhergesehene Situationen, in die man einfach reingerät. Das, was wir als Leben betiteln, das hat jeder von uns, mehr oder weniger. Und dennoch hat auch hier Bodybuilding mir eine unglaublich große Stütze gegeben. Ich erinnere mich an meine Vorbereitung, als meine Oma gestorben ist. Und ich war wirklich sehr, sehr eng verbunden mit meiner Oma und meinem Opa. Und beide sind unglücklicherweise während meiner Wettkampfvorbereitung gestorben. Egal wie traurig ich war, egal wie niedergeschlagen oder unmotiviert oder müde, emotional müde, wusste ich, dass das Fitnessstudio mein Zuhause ist. Auch wenn ich nicht mehr zu Hause sein konnte, nicht mehr zu Hause sein wollte, ich einfach einen Tapetenwechsel gebraucht habe, wusste ich ganz genau, dass das Fitnessstudio immer mein Zuhause ist. Seit ich klein bin. Wenn wir mal etwas intensiver darüber sprechen, wie ein kleiner 11-jähriger Junge in dem Schuppen seines Elternhauses steht und dort alleine trainiert, jeden Tag, stundenlang, mit einem Traum und einem Ziel, dann wird relativ schnell klar, dass dieser 11-jährige Junge sich gewaltig von anderen 11-jährigen Jungen abgrenzt und abhebt. Nicht im Sinne von, dass der 11-jährige Junge was Besseres tut, er tut was anderes. Fakt ist aber, er tut es. Jeden Tag, wieder und wieder. Mit 100% Ehrgeiz, 100% Disziplin, 100% Commitment. Ich habe mich dem Bodybuilding und meinem Ziel verschworen. Schon in jungen Jahren, ich habe mir ein Versprechen gegeben. Auf der größten Bühne der Welt stehen, mit den größten und besten Athleten, die es jemals gegeben hat. Ich habe keinen Tag daran gezweifelt. Ich wollte immer Bodybuilder werden. Und Freunde, die Eltern meiner Freunde, meine Verwandten, für die war das ein Kindheitstraum. Für mich war es aber todernste Realität von Tag 1. Bodybuilding ist so viel mehr als nur ein Sport. Viele sagen, Bodybuilding ist ein Lifestyle. Und das sagt man so einfach. Aber wenn man mal verstanden hat, wie man Bodybuilding tatsächlich lebt, jeden Morgen aufzustehen, mit einem Grund, einem felsenfesten Grund, einem Bauchgefühl, einer Intuition, die einem schon sagt, das ist der richtige Weg, das musst du tun. Wenn du dorthin willst, wenn du dein Ziel erreichen willst, dann wirst du genau das tun müssen. Du wirst stärker, intensiver an dir arbeiten müssen. Härter mit dir ins Gericht gehen, niemals zufrieden sein. Immer nach mehr, immer nach größer, nach stärker, nach schneller suchen. Und das ist Bodybuilding. Bodybuilding hat kein Ende. Es gibt den perfekten Körper nicht. Es gibt kein ultimatives Ziel. Die Zufriedenheit, die man sich ausmalt im ganzen Spiel des Bodybuildings, wenn ich mal mein Sixpack sehe, wenn ich mal einen 40er Arm habe, wenn ich mal einen 50er Arm habe, wenn ich meine erste Show gewonnen habe. So viele Menschen suchen den Topf voll Gold am Ende des Regenbogens in genau dieser Reise. Nur wird man feststellen, sobald der Weg endet, ist da leider kein Topf voll Gold. Und plötzlich fällt einem ein, aber wenn ich das schaffe, dann habe ich meinen Topf voll Gold. Man läuft bergauf über Stock und Stein, bis man realisiert, okay, der Topf voll Gold ist auch hier nicht versteckt. Und man läuft weiter und weiter und schneller und man wird besser. Man macht Fehler. Man lernt aus den Fehlern.
Und genau das ist das, was Bodybuilding verkörpert. Heutzutage gibt es viele gute Coaches, viele Menschen, die einiges an Erfahrung gesammelt haben, die einem den Weg erleichtern können, die einem Support spenden. Aber dennoch, und das ist die absolute Essenz des Bodybuildings, du wirst deinen Weg alleine gehen. Bodybuilding ist kein Ego-Sport, das darf man nicht falsch verstehen. Zu jedem erfolgreichen Sportler gehört ebenso ein erfolgreiches Team. Fakt ist aber, und es wird sich niemals ändern, die Zeit im Gym, das erdrückende Gefühl, der Leistungsdruck, das alles gehört dir. Das ist nur deins. Das kann dir keiner abnehmen. Der Hunger in der Diät, das Stopfen in der Aufbauphase, die zitternden Beine, die Übelkeit im Fitnessstudio, dein Herzschlag, bevor du dich unter das schwerste Gewicht seit langem stellst, du wieder eine Scheibe draufpackst und dir Angst und Bange wird, weil du weißt, dass das dein Satz ist, den du machen musst. So intensiv, so stark, so konzentriert, so perfekt wie möglich. Denn du weißt, dass du dein Ergebnis nur erreichst, wenn du wirklich ablieferst. Je länger du Zeit im Bodybuilding verbringst, desto intensiver wird dir klar, dass halbe Hausaufgaben nur zu halben Erfolgen führen. Und je eher du das verstehst, desto schneller wirst du dich in einer Situation finden, in der du alles gibst, was du kannst. Und zwar nicht nur im Fitnessstudio. Wenn du klug genug bist, wirst du alle diese Eigenschaften von Disziplin, Commitment, Prioritäten auf viele andere Dinge in deinem Leben ummünzen können. Das kann das Geschäft sein. Du bist zuverlässiger, pünktlicher, akkurater. Es könnte deine Familie sein. Du bist liebevoller, verständnisvoller. Du bist für alle anderen das perfekte Familienmitglied. Du tust alles, was du kannst, zu jeder Zeit, so gut wie es dir möglich ist. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du Bodybuilding verstanden. Wie gesagt, Bodybuilding ist nicht nur eine Sportart. Ich würde sogar sagen, dass Bodybuilding weit mehr ist als ein Lifestyle. Bodybuilding ist ein Lehrer. Bodybuilding ist Lernen zu verzichten, Lernen alles zu geben, zu verstehen, dass nur das Beste zum Besten führt, dass man mit halbem Einsatz nur halbe Erfolge erzielt. Das ist Bodybuilding. Leute, ich hoffe, euch hat diese kleine Ansprache etwas geholfen, um etwas Motivation zu sammeln. Ganz kurz, um das hier vollständig zu machen. Das T-Shirt hier bekommt ihr bei Smilodogs mit dem Code Mike selbstverständlich noch etwas günstiger und in der Beschreibung unbedingt auf die Aktion achten. Cheers und wir sehen uns beim nächsten Mal.